Servus zusammen, mein Name ist Sigi Eichhorn und in diesem Video zeige ich euch, wie ich mein kleines YouTube-Studio eingerichtet habe. Vielleicht kennt ihr diesen Raum ja schon aus den vergangenen Videos, da habe ich Produkt-Reviews gemacht. Und jetzt geht es eigentlich mal darum, den Hintergrund zu zeigen, wie entstehen solche Videos bzw. wie sieht der Raum tatsächlich aus. Und ganz, ganz wichtig ist in so einem Raum die Lichtsituation. Die ist hier eigentlich denkbar schlecht und ich zeige euch jetzt mal, wie das hier ohne die Lichtsetzung aussieht. Solche Videos will kein Mensch anschauen. Deswegen ist für mich einfach die Lichtsetzung unheimlich wichtig. Als Hauptlicht habe ich hier vor mir eine Godox 60 Watt Videoleuchte. Die heißt Godox 60W SL, ist sehr, sehr günstig, macht aber ein super schönes Licht, wenn man dieses Licht in Verbindung mit einer Softbox aufbaut. Die stelle ich jetzt mal an und mache hier die Deckenleuchte, zack, wieder aus. Sonst habe ich ein Mischlicht und es schaut dann nicht gut aus. Ich möchte gerne nur Tageslicht hier verwenden. Diese Leuchte hier kann ich mit einer Fernbedienung verwenden. Die steht jetzt hier auf 65%. Das reicht erstmal völlig. Was wichtig an der Leuchte ist, beziehungsweise an der Softbox, ich habe ein Grid verwendet. Das heißt, dass da ein Netz davor gespannt ist, was das Licht hier tatsächlich nur auf mich richtet und der Hintergrund bleibt nahezu dunkel. Und im Hintergrund habe ich noch eine Leuchte installiert, die mich seitlich von hinten anleuchtet, um hier die Haarspitzen schöner darzustellen und ich hebe mich auch besser vom Hintergrund mit dieser Lampe ab. Ich zeige euch mal, wenn ich die anmache, wie die wirkt. Und ihr seht, schon bin ich auch von der linken Seite gut angeleuchtet. Also die leuchtet mir hier quasi auch wieder mit so einer Softbox und dem Grid direkt hier auf die Schulter. Die steht jetzt hier auch auf 42%. Und hier handelt es sich um eine Lampe von Aperture. Die heißt Amaran P60X. Also auch eine coole Lampe, die kann ich auch super gut mit der App steuern. Und hilft mir, um hier schnell Videos aufzunehmen. Um weitere Lichtakzente zu setzen, habe ich einfach eine ganz, ganz günstige Nachttischlampe mir besorgt und eine Philips Hue Lampe reingedreht. Ja, die Dinger sind richtig cool, wenn man auch diesen Router oder wie auch immer diese Box dann dazu noch hat. Die mache ich jetzt mal kurz an. Und das Schöne ist, man kann da zig Millionen Farben einfach auswählen. Und ich habe mir jetzt mal hier für Blau-Grün entschieden. Das Spannende jetzt hier hinter mir ist auch noch der LED. Lichterwald, geht auch hier über eine App an. Zack! Und ihr seht, das ist nahezu dieselbe Lichtfarbe. Diese LED-Bänder, die sind 15 Meter lang. Ich habe mich hier für eine super günstige Version entschieden, auch auf Amazon selber gekauft. Und ich finde es eigentlich ziemlich cool, dass ich mit diesen Lichtern spielen kann. Ihr wisst ja auch wahrscheinlich, diese Philips Hue Lampen haben ja auch verschiedenste Auswahlmodi zur Verfügung. Wenn ich da mal kurz reingehe, kann ich hier zum Beispiel auch eine andere Lichtszene verwenden, zum Beispiel hier Glanz und Glamour. Und ihr seht, die Lampe leuchtet hier jetzt lila. Und wenn ich jetzt Bock habe, dass meine LED-Lichtstreifen dieselbe Farbe haben von dieser Lampe, na, dann kann ich hier einfach mal ein kurzes Foto von machen, von der Philips Hue Lampe, halt da drauf, bam. Gehe in die App von meinen Lichtern und wähle hier dann tatsächlich das Bild aus, was richtig schön lila aussieht. Gehe auf Auswählen und zack, ihr seht, dass es dieselbe Lichtstimmung wieder hergibt. Also eine coole, coole Aktion. Was ich hier oben noch machen kann im Regal, wäre auch so eine LED-Lampe vielleicht nochmal kurz anschließen oder anmachen. Die leuchtet mir einfach das Regal schön aus. Zum Beispiel so, da sieht man oben noch einen kleinen Lichtpunkt. Die Gitarre könnte ich hier im Hintergrund auch noch, ja, machen wir es mal schnell, anleuchten. Zack. Und schon sieht das jetzt hier aus wie in einem Gamingzimmer. Aber mir taugt so sieht das Bild einfach interessanter aus. Und ich finde, es ist kein Vergleich zu der vorigen Lichtsituation, wo nur die Decklampe an war. Ein anderer wichtiger Punkt ist der Ton. Ich nehme diese Videos mit einem VideoMic Pro auf von der Firma Rode. Das ist
hier, hängt hier über mir, ist auch angebracht an so einem Rode Mikrofonständer. Und ja, umso näher man ans Mikrofon rankommt, umso schöner und weniger halliger ist der Ton. Aber ich möchte dieses Mikrofon nicht ständig im Bild haben, deswegen schiebe ich es einfach leicht raus aus dem Bild. Und auch wichtig noch, dieses Mikrofon ist verbunden mit meiner Kamera, die mich filmt, die A7C. Und zwar habe ich hier so ein 3 Meter langes Mikrofonkabel, was einfach hier von dem Mikrofon direkt in die Kamera hineinführt. So muss ich dann nicht mehr im Nachhinein irgendwie, wenn ich jetzt den Ton extern aufnehme, mit dem Video zusammenfügen. So habe ich Bild und Ton gleichermaßen in einem Video. Ja, hier das Hauptaugenmerk hier eigentlich in dem Zimmer ist jetzt nicht nur die Kamera und das Mikrofon, das Licht, sondern auch tatsächlich dieser coole Tisch. Ich habe von Flexidesk einen Tisch zur Verfügung gestellt bekommen und dieser Tisch zeichnet sich einfach dadurch aus, dass er höhenverstellbar ist. Und es ist wirklich ein cooler Move, weil ich arbeite auch total gern manchmal am Stehen. Jetzt habe ich die Möglichkeit mit ein oder zwei Tasten drücken, zack, den Tisch hochzufahren. Den habe ich jetzt auf meine Stehposition schon eingespeichert und dann kann ich hier echt bequem am Rechner arbeiten. Der müsste jetzt hier auf meiner Höhe auch direkt stehen bleiben. Also so ein Tisch macht auch echt Sinn, im Homeoffice einzusetzen, wenn man nicht ständig in der Sitzposition bleiben will, wenn man eh die ganze Zeit nur am Rechner hängt. Das ist echt, also für mich, für meinen Rücken einfach gut, zwischendrin aufzustehen, sich zu bewegen oder tatsächlich auch mal ein, zwei Stunden einfach im Stehen auch zu arbeiten. Ja, mir macht es Spaß. Den kann man sich in verschiedenen Größen bestellen. Ich habe den in 1,40 bekommen. Hier gibt es ein Bedienfeld. An dem Bedienfeld kann ich mir die Sitzposition einspeichern und auch die Stehposition und auch jede andere. Aber ich habe hier einfach nur zwei Positionen. Der Aufbau hat sich easy gestaltet. Ich habe hier in einer Stunde dran geschraubt und dann stand er. Bei dem Tisch habe ich mir jetzt auch für eine Mahagoni-Oberfläche oder Mahagoni-Look entschieden. Es gibt aber ganz verschiedene Oberflächen: Ahorn, Weiß, Bambus und viele mehr. Also da könnt ihr gerne mal unten in der Videobeschreibung gucken. Und es ist ein echt ein geiles Teil und vor allem es ist bezahlbar und da kommt es mir halt auch drauf an. In meinem Fall hier mache ich es tatsächlich so, dass ich meine Videos ab und an auch im Stehen schneide oder ich mache hier einfach schöne Produkttests im Stehen. Das finde ich einfach viel proaktiver und viel sympathischer als immer in dieser Sitzposition. Weil wenn man steht, wirkt man einfach auch vor dem im Video viel besser und einfach sympathischer, finde ich zumindest. Ich habe mir hier zu dem Tisch auch noch Rollen dazu bestellt, dass ich den hier auch in dem Raum herumfahren kann. Das ist insofern für mich wichtig, wenn ich jetzt hier Produktvideos auf dem Tisch mache, dass ich mit der Lichtsetzung und dem Produkt auch spielen kann und kann den Tisch einfach da einfahren, wohin ich möchte. Also wie gesagt, das Ding ist flexibel. Was mir noch gefällt, ist, dass der Tisch abgerundete Ecken hat, dass man dann nicht mit der Hüfte dagegen rennt, wenn man nicht aufpasst und ein bisschen schusselig ist. Ein Tipp möchte ich euch noch geben. Ich habe hier vor die Glasfront einen Vorhang gehängt und das hat zwei Auswirkungen. Zum einen kommt hier kein Sonnenlicht rein, also ich habe dann hier kein Mischlicht in dem Raum. Und zum anderen schluckt der Vorhang den Schall, wie auch hier unter mir der Teppichboden. Also da sollte man darauf achten, dass der Raum nicht komplett clean ist, also komplett mit glatten Oberflächen bestückt. Ja, umso mehr drinsteht, umso besser ist es, umso eher wird der Schall auch gebrochen. Besser ist natürlich auch immer, wenn man direkt ins Mikrofon spricht, also nahe am Mikrofon dran ist, dann hat man noch weniger Schall. Aber ich mag einfach jetzt so den Look nicht, dass das Mikrofon die ganze Zeit hier vor meinem Gesicht hängt, obwohl der Schall jetzt fast nahezu weg ist. Und jetzt zeige ich euch nochmal ein Stativ. Das verwende ich auch ganz gerne, wenn ich Top-Down-Shots mache. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Produkte filme oder ein Unboxing mache, möchte ich manchmal von oben das Produkt zeigen. Und da gibt es ein Stativ von K&F, das kann man aufstellen und es hat so einen Auslegearm und da kann man die Kamera ganz gut befestigen. Es muss aber eine etwas leichtere Kamera sein oder ihr beschwert dann das Stativ, dass das nicht irgendwie kibbelt und umfällt. Das zeige ich euch mal kurz, wie das Stativ aussieht. Im Prinzip wird es dann einfach so aufgebaut. Da kann man die Kugel neigen und schon habt ihr hier die Möglichkeit, ganz easy die Kamera hier oben ranzuhängen. Wie gesagt, ihr müsst das irgendwie beschweren mit dem Gegengewicht, damit das Ganze stabil steht, oder ihr verwendet einfach eine sehr leichte Kamera. Aber so kommen Top-Down-Shots zustande. Jetzt habt ihr einen kleinen Eindruck bekommen,
wie ich meine Videos in diesem kleinen Raum aufnehme. Man braucht auch vielleicht gar keine 15 Quadratmeter, 10 Quadratmeter würden mir hier auch schon komplett ausreichen. Wenn ihr Interesse habt an den Produkten, schaut einfach mal unten in die Videobeschreibung rein und stellt eure Fragen gerne auch in den Kommentaren. Ich freue mich auf euer Like und auf euer Abo. Bye bye. Euer Sigi.